Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Ich bin wieder des Nachts im heimischen Studio und ich werde heute mal etwas bisher noch nicht Dagewesenes machen. Ich werde einfach eine recht lockere Trainingseinheit machen. Warum locker? Meine aktuelle Situation ist, da ich im Postproduktionsstress bin vom Iron Summit, komme ich zu wenig Schlaf, wenig Regeneration und so weiter. Ich bin überhaupt kein Freund davon, bei stressigen Zeiten mein Training aufzugeben, denn ich brauche es auch aufgrund mentaler Bedürfnisse. Also trainiere ich schon, sobald ich kann, komme aber tatsächlich seltener dazu. Und was wirklich nachlässt, ist der Fokus. Ich kann nicht mehr so hart angreifen, zumal auch der Regenerationsprozess danach mich wiederum vom kreativen Prozess abhalten würde. Und das will ich auch nicht. Also gucke ich, wann ich trainieren kann. 2 bis 3 Mal die Woche komme ich dazu. Und dann ist es ein wenig improvisiert. Ansonsten, wenn ich es wirklich drauf anlege, wird getrackt. Das wisst ihr. Dann trage ich das immer noch in meinem Logbuch ein, auch nach 24 Jahren Training noch. Dann verfolge ich ganz genau einen bestimmten Trainingsplan. Und dann versuche ich, den auch zu optimieren. Sowohl vom Split als auch natürlich den Übungen. All das geschieht im Moment etwas weniger. Die milde Version. Ich habe mir schon oft sagen lassen, ohne damit jetzt großartig angeben zu wollen, dass, wenn ich von einem lockeren Training spreche, das doch für einige andere ein hartes Training immer noch ist. Ja, denn ich gehe in jedem Satz bis zum Muskelversagen. Alleine das ist für manch einen da draußen schon zu viel des Guten. Aber wenn man das als hart bezeichnen mag, ja, dann ist es immer noch ein hartes Training. Denn wenn ich schon trainiere, dann will ich auch trotzdem meinem Körper signalisieren, du wirst gebraucht, deine Muskeln werden gebraucht. Also es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur ein paar Gewicht durch die Gegend schieben und gar nicht mal ins Schwitzen kommen. Und was habe ich mir dafür ausgewählt? Die Schultern. Ich kam jetzt tatsächlich schon seit 3 Tagen nicht mehr zum Training und da denke ich mir, ich bin erholt. Warum nicht mal ein reines Schultertraining? Weil ich das so selten mache und es mir dann doch aber Spaß macht. Wenn ihr mehr zum Schultertraining von mir wissen wollt, findet ihr viele andere Videos dazu und ihr habt sicherlich dann auch schon mal die Information bekommen, dass ich die Schultern äußerst selten, gar nur einmal im Monat trainiere. Jetzt habe ich die Ehre. Und wer sich dann auch wundern mag über die erste Übung, ja, das wird Kurzhantel Schulterdrücken sein. Für alle Kritikanten da draußen, die schon angemerkt haben, oh mein Gott, dann darf ich ja gar nichts mehr machen, wenn das schon zu den gefährlichen Übungen gehört, ja, ich mache sie trotzdem. Sie sind gefährlich. Ich kann damit halbwegs umgehen, ich nehme es in Kauf und es macht mir einfach Spaß. Und ich weiß, dass dieser Sport kein Gesundheitssport ist. Zusätzlich gibt es heute nicht nur einen langen Prolog, sondern auch noch eine Art Train and Talk. Also es ist kein reines Training. Guckt euch gerne was vom Training ab, aber ihr findet viele Trainingsvideos auf dem Kanal. Schaut mal einfach vorbei, egal was ihr eingibt, Brust, Schultern, Bizeps, Trizeps, Beine, Rücken. Ihr findet komplette Trainingseinheiten dazu. Und für so manch einen da draußen vielleicht eine Inspiration, um mal zu sehen, wie ich wirklich trainiere. Und das ist auch tatsächlich ein echtes Training und nicht nur ein abgedrehtes Training. Und ich werde heute die Gelegenheit nutzen, um einfach mir ein wenig was von der Seele zu reden. Einfach ein bisschen quatschen. Das ist auch so ein bisschen der Anlass. 10.000 Abonnenten. Ja, es ist für YouTube immer noch wahnsinnig klein und so manch einer lacht mich dafür auch immer noch aus. Aber so andere von euch haben mir auch schon gratuliert. Aber so manch einer von euch da draußen hat mir auch schon gratuliert. Und ja, das ist, finde ich, schon eine stolze Summe. Also, auch dazu heute mal ein wenig was anderes, ein anderes Format. Eine Art Train and Talk. Bisschen quatschen, bisschen trainieren. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Und wir reden gleich noch über das 10.000 Abonnenten-Special. Ja, Aufwärmroutine ganz wichtig. Die gleiche habe ich bei Schultern und beim Brusttag. Da kommt immer eine ganze Menge Rotatoren, was kein richtiges Training ist. Und natürlich aufwärmen, Blut reinbringen mit Seitheben. Ruhig, ordentlich Wiederholung. Ruhig, so dass ihr einen echten Pump habt. Und dann kann es ans Eingemachte gehen. So, jetzt beginnen wir mit dem spezifischen Aufwärmen. Das ist für mich ein Randtasten, gerade bei so einer Grundübung.
ist Rantasten das Wichtigste. Bei so einfacheren Übungen mache ich das seltener. Aber hierbei schon. Rantasten heißt, ich mache nicht nur das typische 50% des Zielgewichts, mit dem ich dann 6 bis 8 Wiederholungen mache, nehme ich als Aufwärm und mache damit mehrere Aufwärmsätze. Nein, ich fange bei 50% an oder sogar 60 und steigere das dann Stück für Stück, sodass ich ungefähr 4 Aufwärmsätze habe, bis ich eigentlich auf 85% des Zielgewichts bin. Ich fange jetzt hier mit 25 Kilo zum Beispiel an und ich schätze, ich werde mal versuchen, die 40er gleich hochzubekommen. Ich wiege 7 Kilo weniger, seitdem ich aus Nepal zurück bin und kam eben jetzt schon seit 2 Monaten nicht mehr so viel zum Training. Aber ich werde es einfach mal versuchen. Wenn ich bei 35 merke, es funktioniert nicht, dann lasse ich es natürlich auch. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Aber deswegen fange ich jetzt mit 25 Kilo an und werde dann 30, danach 35 und dann bei 40 landen. So, ich habe es gerade schon angesprochen. Einige haben gefragt, was machst du zum 10.000 Abonnenten-Special? Ich hatte schon einmal ein Special gemacht und gedreht. Ich glaube, das war zum 1.000 Abonnenten-Special. War es 1.000? Und da habe ich ein sehr aufwendiges Video gemacht. Schaut gerne mal rein. Würde mich freuen, wenn es mal ein bisschen mehr Klicks bekommt. Und dieses Mal habe ich gar nicht dran gedacht. Das geht gerade so ein bisschen unter mit dem Iron Summit. Wer den nicht gesehen hat, auch mal vorbeischauen. Hab aber ein paar Vorschläge auf Instagram bekommen. Und ihr könnt gerne auch in den Kommentaren mal Vorschläge schreiben. Oder sagt einfach, dass euch dieser Vorschlag so sehr gefällt, dass ihr auch dafür seid. Jemand hat vorgeschlagen, sogar einer der weiblichen Zuschauer, der wenigen weiblichen Zuschauer, obwohl es jetzt zum Glück mal ein bisschen mehr werden. Vor allem, wenn die verstehen, dass Bodybuilding für Frauen und für Männer so ziemlich gleich ist. Dass ich mal eine ganze Trainingseinheit, ein Train and Talk, rede wie Shakespeare. Oder so ein bisschen altertümlich rede. Ja, wer sowas mag, dem möge es gegönnt sein. Dann können wir das mal versuchen. Also, wer möchte, dass ich mir mal Shakespeare-mäßig ein abrackere und dazu trainiere und Trainingstipps von mir gebe, schreibt es mir in die Kommentare, das könnte so ein Special sein. So, mal sehen, wie wir mit den 30ern zurechtkommen. Ja, ich kriege auch nachts noch Nachrichten. Hier brauchen wir jetzt schon ein bisschen Technik, um die hochzuhieven. Ja, fühlt sich noch gut an. Stay hydrated, Wasser ist geil. Macht doch einfach Spaß, im Sommer sogar noch mehr. 35, mal sehen. Also wenn ich die jetzt noch adäquate 6 Mal hochbekomme, ohne in Verlegenheit zu geraten, sind die 40er fällig. Wenn ich merke, 6, 7 oder 8 wäre eh schon die Grenze, dann nicht. Hätte ewig so weitergehen können. Ja. Fühlt sich, das sind schon ganz schön gemein.
So, ihr seht, aus Prinzip versucht, alles andere als sauber, aber durchaus mal erlaubt. Es sollte nicht so enden und nur ein, zwei Wiederholungen bei rumkommen, das könnt ihr vorher einschätzen. Aber um einfach zwischendurch sowas zu machen, man bedenke, ich hatte jetzt 4, 5, 6, 7 Aufwärmsätze davor. Meine Schultern sind mehr als warm, wahrscheinlich schon ein bisschen vorerschöpft. Dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Nun ja, ich bin zwar ein bisschen außer Atem, aber es ist ja heute ein Train and Talk. Ich habe vor kurzem einen Kommentar bekommen, der mich mal wieder ein bisschen beschäftigt hat. Und ich muss sagen, ich habe es immer noch nicht raus, es einfach laufen zu lassen. Und das muss man eigentlich. Jeder gibt dir die Lehre. Sobald du mehr als 500 Leute erreichst, solltest du jemand sein, der dem gewappnet ist. Also nicht auf Kommentare hören, die jeder nur mal schreiben kann und die dich einfach nur verärgern. Wenn das der Fall ist und du das nicht abschalten kannst, dann ist das nichts für dich. Dann ist dieser Beruf nichts für dich, dann ist es nichts für dich, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ja, ich kriege das nicht so richtig hin. Vor allem, weil ich ein sehr diskussionsfreudiger Mensch bin. Und hier kann ich nicht diskutieren, aber jeder kann eine Diskussion anzetteln. Einfach in die Tasten hauen, unsere Tastaturhelden, und einen Kommentar dahin rotzen. Ich habe keine Ahnung, was die für Referenzen haben, ob die überhaupt jemand sind, mit dem man diskutieren will, kann. Aber sie dürfen einen Kommentar schreiben. Viele sind darunter, die einfach sowas schreiben, oh, das ist total falsch, hört nicht auf so jemanden, oh Gott. Oder es gab sogar vor kurzem jemand mal, der gesagt hat, tolle Quellenangaben, sehr ironisch. Danach hat er nochmal einen Kommentar geschrieben, wo er irgendetwas verbessert. Das wäre so und so. Gibt aber selbst keine Quellenangaben. Nee, das muss ja nur der machen, der das Video kreiert und das dann bereitstellt. Er nicht. Er kann einfach dahin rotzen, nee, ist falsch, geht anders. Ja, aber gut. Bleiben wir bei dem Kommentar, der mich dann doch ein bisschen beschäftigt hat. Hat jemand gesagt, dass er meine Art gar nicht leiden kann. Ich wäre unheimlich arrogant, würde immer mein Studium nach außen kehren und vor allem behaupten, ich was darf herlabern von wem, ich wäre der Krasseste. Ich sehe nicht mal aus wie ein Bodybuilder, sagt er. Da ist so viel einfach nur falsch und auch dämlich dran, dass es einen einfach nur nervt. Und anstatt dann zu sagen, oh Gott, das ist so dämlich wiederum, da muss ich gar nicht drauf reagieren, natürlich reagiere ich drauf. Normalerweise ist es so, ich lösche solche Kommentare, die einfach so destruktiv sind, dass sie auch niemandem etwas bringen. Kritische lasse ich gerne mal da, aber nicht, indem man mich einfach nur beleidigt oder was dahin rotzt. Die nicht. Nun ja, und hier, da hat er ein Video gesehen und vielleicht schon zwei, in dem ich mal erwähnt habe, was ich früher studiert habe. Aber sieht man alle 200, mittlerweile 40 Videos auf meinem Kanal, merkt man, es wurde 237 Mal nicht erwähnt. Also, große Glocke hängen. Nun ja. Dann habe ich tatsächlich mal die Aussage gefällt in einem Video, dass ich überall, wo ich hingehe, merke, dass ich in 95, 96, vielleicht 99% aller Fälle der Krasseste bin vom Körper. Und das war ausgerechnet in einem Video, in dem ich genau das Gegenteil adressiere. In dem ich den Leuten sage, wacht auf, kümmert euch nicht so viel über Bodybuilding, um Bodybuilding und seid nicht mit eurem Kopf die ganze Zeit dabei, ihr seht euch nicht mehr. Der psychologische Nebeneffekt ist, ihr wisst nicht, wie fortgeschritten ihr schon seid. Und orientiert euch nicht immer nur an Instagram und an die krassen Körper, sondern mal an die Realität. Den draußen, den Menschen da draußen, denen in der Stadt begegnet. Zählt mal ab, 10 Stück und dann, wie muskulös ihr im Gegensatz zu denen seid. Dann werdet ihr merken, von den 10 seid ihr meistens die Nummer 1. Klar, da sind Omas bei, Opas bei, Kinder bei, alle bei. Aber selbst wenn ihr nur die Leute zwischen, sage ich mal, 16 und 56 abzählt, werdet ihr meistens auf der 1 landen, wenn ihr auch nur halb so aussieht wie ich. Und das ist die Realität. Und genau diese Motivationsrede halte ich, also eigentlich das Gegenteil von dem, was er mir unterstellt. Und dann werde ich dafür belangt. Und ja, es ist einfach ein Fakt. Da, wo ich hingehe, bin ich meistens mit diesen Ausmaßen der Krasseste. Sogar so sehr, dass die Leute das gar nicht schön finden. Und wenn er dann im Anschluss auch noch sagt, ich sehe nicht mal aus wie ein Bodybuilder, dann weiß ich nicht, was er Bodybuilding nennt. Also
Und der darf das einfach so dahinrotzen. Und am liebsten würde ich ihm begegnen und das Ganze gerne mal ausdiskutieren. Ihn auch gerne mal bloßstellen. Aber naja, hinrotzen kann er solche Kommentare. Ach Gott. Ich hoffe, ich werde da mal irgendwann drüber hinwegkommen und damit umzugehen lernen, dass es einfach nicht in meinem Kopf ist und lass die mal machen. Aber zuweilen fällt es einem echt schwer. So, jetzt sind die 35er wieder dran. Und auch hier an die Leute, die das immer wieder kritisch beäugen, welche Technik hat der denn so drauf, wenn er sich hier als Trainer ausgibt? Zum einen ist es immer wieder schwer, einen Menschen, der in Theorie und Praxis sich seit 20 Jahren damit beschäftigt, kurieren zu wollen. Denn der ist in seinem Körper schon drin und entwickelt eigene Techniken, das ist überall so. Bleiben wir beim Iron Summit. Richtig erfahrene Survival-Typen erkennt ihr daran, dass die eine ganz eigene Art haben, wie sie ihre Ausrüstung tragen, verpacken. Die gehen nicht mehr nach Schulbuch. Gleichzeitig, wenn sie ein Schulbuch schreiben, würden sie es natürlich anders schreiben. Ein Fahrlehrer, wenn er richtig gut fahren kann, der fährt auch überhaupt nicht mehr so Verkehrsregelnorm gerecht. Aber er kann natürlich umso besser fahren. Und genauso ist es hier. Man weicht ab, man passt sich mehr seinem individuellen Körper an, weil man es kann. Hier haben wir jetzt gesehen, ich gehe nicht ganz hoch. Diese Streckung hier bei mir ist reiner Trizeps und führt bei mir zu gar nichts. Ich lasse sogar, tatsächlich lässt die Schulter sogar nach. Also trainiere ich genau da, wo es wirklich stark auf die Schulter geht. Trainiere ich Seitheben, gehe ich in der unteren Hälfte, da kann ich ein bisschen mehr nach unten gehen. Und so gibt es verschiedene Bewegungsmuster, an die ihr euch einfach gewöhnt. Und ja, wer noch mehr zu Range of Motion wissen möchte, schaut sich mal das Video dazu an. So, jetzt bin ich beim Seitheben angelangt, der viel wichtigeren Übung und taste mich jetzt mal hier so voran. Mal ein bisschen mit schwererem Gewicht, gehe dann wieder runter, umgekehrte Pyramide und dementsprechend wird auch die Technik von Abfälschtechnik mit dem schweren Gewicht, wo vor allem die passive Wiederholung sehr wichtig ist, immer korrekter bis zum kleinen Gewicht. Eine der frustrierenderen Seiten, wenn auch verständlich, das ist hier ganz wichtig zu merken, ich verstehe es, an diesem Job und auf dieser Plattform aktiv zu sein, ist tatsächlich, dass man dieser Kritik ausgesetzt ist, dass man sich exponiert und dadurch natürlich jeder etwas schreiben kann. Und selbst wenn es kritische Kommentare sind, die jetzt mal nicht abfällig sind und dahingerotzt, wie ich immer schön sage, oder beleidigend, sondern wirklich so etwas wie, das ist total falsch oder das ist blödsinnig und falsch, das ist so und so und das kann man besser und das hat der besser gesagt und so weiter. Oder der Ausführlichkeit halber hättest du das und das dazu ergänzen sollen und machen sollen. Man kann es niemandem recht machen. Und der Teil, den ich daran verstehe, ist, jemand schaut sich das eine Video an, das ihm irgendwo empfohlen wurde, dank YouTube hoffentlich,
was öfters geschieht bei Videos. Und dann sieht er das und seine Kritik ist natürlich auf Basis des Videos. Aber eigentlich ist das Video immer nur ein Teilauszug und soll es sogar sein, denn ich habe gelernt, wenn ich immer 45 Minuten lange Videos mache, denkt ihr, das lohnt sich? Nein, dann würde ich das hier schon längst nicht mehr machen. Es funktioniert einfach nicht. Ihr schaltet tatsächlich, wenn ihr 45 Minuten seht, auch nicht so gerne ein. Prüft euch selbst, das ist bei den meisten von euch so. Also mache ich ein portioniertes 7 bis 11 Minuten Video, bei mir meistens eher die Bisszahl. Und dann mache ich die nächsten Lehren, die dazugehören, in einem anderen Video. Beispiel, ich mache die ungesundesten Übungen, die 5 ungesündesten. Und viele fragen, ja, dann schreibt doch mal, was gesund ist. Das wäre doch schöner gewesen, wenn du das auch noch ergänzt hättest. Ja, dann hätte ich aber wieder ein 45-Minuten-Videos gehabt. Den Pathos der Gesundheit. Also habe ich 3 Folgevideos schon gemacht, wo ich die Übungen ersetze und gesündere Alternativen nenne. Und das geht auch noch weiter. Aber dann kommt natürlich die Kritik. Und andere würden wiederum sagen, oh, das Video ist viel zu lang. Unterteile es doch lieber. Das ist die eine Sache. Die andere ist, manchmal ist die Kritik verständlich auf Basis eines Videos. Und ich müsste sagen, aber das habe ich da und da auch schon erklärt. Dennoch muss jedes Video auch abgeschlossen für sich ja irgendwo konsumierbar sein. Man kann ja nicht sagen, du musst alle 240 Videos von Gotti sehen, erst dann darfst du kritisieren. Und das ist der Teil, den ich verstehe. Der unverständliche Teil kommt nach Seitheben. So, jetzt habe ich nochmal mit 17,5 gemacht. Der wirklich frustrierende Teil bei dieser Art des Jobs oder Hobbys oder was auch immer auf YouTube ist eben der, den ich schon vorher erwähnt habe, dass jeder auch seine falschen Kommentare da hinhauen darf. Du kannst es ja auch nicht ausdiskutieren. Angenommen, die bringen ihre Kritik auf Basis eines Videos. Und ich habe ja nicht die Gelegenheit, jetzt daraus eine Diskussion zu machen. Und die kriegt ja auch nicht jeder mit. Also könnte ich ein Video dazu machen wieder. Aber erstmal steht da die Kritik. Und die könnte sogar von jemandem kommen, der gar keine Ahnung hat. Jemand, der nach nichts aussieht. Jemand, der nach etwas aussieht, aber keine Ahnung hat. Was auch immer. Fakt ist, ich zeige hier mich, meine Präsenz, mein Gesicht, meine Referenzen und jeder kann sich dann was rauspicken und kritisieren. Er selbst muss aber nichts dagegen stellen. Überhaupt nichts. Ein leeres Blatt Papier. Und das ist der frustrierende Teil, den man ja auch teilweise nicht verstehen kann. Und umso weniger ich es verstehen kann, desto eher lösche ich solche Kommentare auch. 15 Kilo. So, fast Halbzeit. Oh. Keine Werbung, keine Sorge. Wer den Kanal schon kennt, der weiß, dass ich keine Werbung für bestimmte Marken mache. Geil, jetzt ist hier kein Löffel drin. Sondern euch ganz gerne mal, ich hole einen Löffel, etwas vorstelle. Ich mag Supplements. Ich probiere sie gerne aus. Ich schaue ganz gerne mal, was es so alles gibt. Und mag es auch. Das ist für mich so ein bisschen Lifestyle. Natürlich achte ich darauf, dass sie eine Qualität erfüllen. Ich gucke auf die Ingredienzien und tatsächlich, die meisten Gemische, die man so findet, wenn es nicht gerade reines Protein ist oder Kreatin oder sowas, sind immer noch recht dürftig. Ich habe hier aber ein paar gefunden, die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Wie heißt die Marke? Na, vegan heißt die Marke sicherlich nicht. Bodybuilding Depot? Ich glaube Bodybuilding Depot. Der Phasenbooster. Es gibt hier Phase 1 und Phase 2. Phase 1 ist der normale Booster, wie ihr es kennt, mit Stimulantien und so weiter, den man vor dem Training nimmt. Und Phase 2 ist ein Intra eigentlich. Ein Intra-Booster.
Da sind ein paar Carbs drin, was ich ganz interessant finde. Und ihr wisst, ich nehme ganz gerne mal ein Intra-Workout-Shake. Natürlich einiges an BCAAs und EAAs, die ich sowieso immer reinmische. Und ein wenig mehr an Koffein, sodass eure Kurve ein bisschen verlängert wird. Aber nicht viel. Die Hälfte von einer Red Bull-Dose ungefähr. Und ja, nur noch ein paar andere Sachen. Also ein abgemilderter Stimulantienbooster mit großem Anteil eher an Carbs und an Aminosäuren. Aber auch nicht groß. Also ich glaube, wir reden hier von 20, 28 Gramm Dextrose oder so. Für mich super. Wollte ich mal unbedingt ausprobieren. Und könnt ihr auch gerne mal machen. Also, wie gesagt, geht nicht um die Marke. Ihr könnt das Ganze bei Protein Arena bestellen und bekommt 15% auch noch obendrauf mit dem Code GOTTI. 15. Und den ich heute zum ersten Mal ausprobiere, auch interessant, deswegen habe ich mir mal gegeben, GROW, ein Post-Workout. Darin haben wir Kreatin, was ich sowieso immer nehme als Post, kann ich auch nur jedem empfehlen danach. Dann einiges an BCAAs, keine Kohlenhydrate, die muss ich dazu mischen, denn die benutze ich auch immer wieder. Und vor allem Bioperine, Magnesium und Kalium. Und L-Carnitin. Also alles Dinge, die so ein bisschen den Regenerationsprozess danach unterstützen. Werde ich auch mal ausprobieren. Interessante zwei Supplements. Schaut sie euch gerne mal an. Bei Protein Arena könnt ihr sie bestellen. Der Maschine geht nichts über Teilwiederholung. Der absolute Hammer. Ich habe auch in letzter Zeit wieder häufig den Kommentar von verschiedenen Leuten gelesen. Oh Mann, jeder sagt was anderes. Ich werde jetzt auf gar keinen mehr hören und auf mich selbst verlassen. Das bringt alles nichts. Da ist ein großer Frust da draußen, dass vermeintlich jeder YouTuber was anderes sagt. Und ja, mein Kanal kümmert sich ja auch so ein bisschen darauf, auf Aussagen von Fitness-YouTube einzugehen. Und dadurch kommt immer das Gefühl, ein Kampf, eine Entzweiung. Der sagt das und der sagt das. Und jeder behauptet, er hätte die besten Referenzen. So, ich ja auch. Jetzt ist nur die Frage, stimmt das wirklich? Und zwei Dinge fallen hier ganz besonders auf. Zum einen, wenn jemand behauptet, und ich gehe erstmal auf das Leichtere ein, jetzt verlasse ich mich auf sich selbst. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet, ich verlasse mich auf sich selbst? Wir werden ja nicht geboren mit einem Verständnis für Widerstandstraining, Krafttraining. Bankdrückenlehre. Wie mache ich Bankdrücken? Das haben wir nicht instinktiv drin, wie ein Eichhörnchen, das weiß, wie man eine Nuss knackt oder ein Vogel, der weiß, wie man ein Nest baut. Das ist ja nicht so. Das heißt, auf sich selbst verlassen heißt ja doch wieder irgendwo bilden. Heißt, ich muss mir vielleicht ein Buch kaufen, vielleicht mache ich es auf dem alten Weg. Heißt, ich muss mir andere YouTuber angucken, ich muss mir Personal Trainer holen, ich muss irgendwo eine Lehre machen oder sonst was. Aber eigentlich ist genau das Gleiche. Ich beschaffe mir wieder Informationen von außen. Und deswegen ist diese Aussage an sich ja schon mal irgendwo verkehrt, weil von für sich selbst kann man sich nicht verlassen, außer man möchte das Rad neu erfinden und einfach gucken, was man macht. Aber auch da sind wir schon bereits korrumpiert. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wann wir die Brust trainieren und wann nicht. Ich glaube, würde ein Mensch auf einer einsamen Insel groß werden und müsste jetzt einen Stein hochheben, dann würde der Übungen machen, die haben wir noch nie gesehen. Also so geht es schon mal nicht. Zweiter Teil folgt. Ich muss mal ein bisschen trainieren. Hui. Und das nächste ist, es ist einfach eine falsche Schlussfolgerung. Das heißt, selbst wenn ich kritisch mich äußere zu den Aussagen eines anderen Experten, und ich nenne sie jetzt mal respektvoll Experten, das trifft sicherlich nicht auf jeden Fitness-YouTuber zu, aber auf so einige. Beispielsweise habe ich schon mehrmals auf Brozep Bezug genommen und akzeptiere ihn als absoluten Experten. Ja, tatsächlich, das betone ich auch jedes Mal wieder, fälle aber trotzdem manchmal andere Aussagen. Heißt das, alles entzweit sich, jeder sagt was anderes? Stimmt doch gar nicht. Schaut mal auf die Dinge, die übereinstimmen. Jetzt werden viele von euch auflachen und sagen, ach, das ist doch ironisch, meint er das jetzt, wenn ich die aufzähle, weil die so offensichtlich sind. Aber
Das vergessen wir deswegen, weil es so offensichtlich ist. Zum Beispiel würde ich mal behaupten, alle Fitness-YouTuber würden übereinstimmen, dass man Gewichte braucht, um seine Muskeln zu steigern. Jetzt, wie gesagt, ihr werdet jetzt grinsen und sagen, ja, das ist ja offensichtlich. Ist es gar nicht so. Denn es geht hier um einen ganzen, seht es mal als Wissenschaftszweig, wie man das macht. Und ja, wir brauchen Widerstandstraining. Stimmen wir alle überein. Auch stimmen alle über einen groben Korridor überein. Jetzt könnte man sagen, Widerstandstraining ist, wenn ich exakt 900 Wiederholungen mit etwas mache. Oder immer nur eine Wiederholung. Aber ich würde behaupten, jeder Fitness-YouTuber stimmt überein, dass es diesen Korridor gibt zwischen 5 und 25 Wiederholungen. Ich kenne selbst keinen, der sagt, nee, das Beste ist eigentlich so um die 45 Wiederholungen. Gibt's nicht. Es gibt durchaus welche, die sagen, besser zwischen 15 und 20 Wiederholungen. Und die meisten sagen vielleicht zwischen, die Klassiker, zwischen 6 und 12 Wiederholungen und so. Ja, aber das ist, ihr seht, der Korridor ist sehr klein. Von 360 Grad haben wir nur noch einen schmalen Pfad. Das Gleiche gilt für den Aufbau eines Trainings in Wiederholungen, Sätze und Übungen. Und selbst wenn es viele gibt, die sagen zweimal die Woche den Muskel und andere viele, die sagen einmal die Woche jeden Muskel, dann ist das nur noch ein sehr schmaler Korridor. Seht ihr das denn nicht? Keiner sagt alle 4 Wochen, alle 6 Wochen, alle 10 Wochen. All das ist nicht da. Es geht hier nur um 2 verschiedene Aussagen. Ein- oder zweimal die Woche. Auch nicht weniger als das, auch nicht mehr als das. Keiner sagt, nee, schon 6-mal die Woche den Muskel. Also ihr seht, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten. Und das, was übrig bleibt, ist ein Korridor, in dem man sich bewegen kann. Und deswegen darf man es auch nicht allzu ernst nehmen. Und ihr wisst, für welches Training ich stehe. Ich würde aber nie behaupten, es gibt gar keine Erfolge bei niemandem da draußen, wenn er 2-mal die Woche den Muskel trainiert. Nein, gibt es. Seltener, ja, aber gibt es. Nur mal so als Gedankenanstoß für diejenigen, die von euch das auch glauben. Phase 2. Sehr viele, die immer wieder kommentieren, vor allem in letzter Zeit unter den Videos, die ich rausgebracht habe, wenn es darum geht, dass manche Übungen gefährlich sind oder ungesund. Und nur mal ganz nebenbei, die meisten Kommentare sind, oh, dann kann ich ja Training ganz sein lassen. Oder wenn du so das Training angehst, dann lass es doch. Oder wenn du alles ungesund findest, gar nicht die Message verstanden. Zumal ich ja auch mehrmals gesagt habe, und da kommen wir wieder auf den Punkt, den ich euch vorher gesagt habe, das ist so frustrierend, dass ich ja sogar ein Video darüber rausgebracht habe, dass Bodybuilding nichts Gesundes ist und dass ich sogar während des Videos, wo ich die gefährlichen, ungesunden Übungen vorstelle, sage, das hier ist eine meiner Lieblingsübungen oder das hier ist eine Übung, die ich sehr mag oder selbst sehr oft benutze. Also wird ja klar, dass ich es scheinbar nicht so angehe. Es ist ja nicht so, als würde ich hier stehen und sagen, die sind alle ungesund, lass die weg. Die anderen erzählen Mist. Nie mit einem Wort behauptet, aber gut. Sie schreiben diesen Kommentar rein, hören gar nicht richtig zu. Und tippen schon mal. Nun ja, aber das mal nur als kleines Nebengleis. Es gibt viele, die dann sagen, wenn ich zum Beispiel Kniebeugen als gefährlich bezeichne, ach, ich mache das seit 15 Jahren und da kommt es nur auf die Technik an, deswegen habe ich keine Verletzung. Das ist immer eine Position, die jeder Mensch vertritt in einer Sache, in der er merkt, dass er nicht zu den Opfern gehört. Genauso könnte ich es mal ganz provokativ sagen, ach, das mit dem ganzen Rauchen, ihr raucht einfach auf falsche Art. Ich rauche seit 30 Jahren und ich habe auch noch keine Krebsdiagnose. Und genauso kommt das rüber. Ja, natürlich kommt ihr auch durch mit Kniebeugen und nicht jeder verletzt sich dabei. Und nicht jeder hat Verschleiß, wenn er das mit hohem Gewicht macht. Aber immer zu behaupten, dann ist meine Technik richtig gut und besser als die von jedem anderen. Andere können auch mit richtig guter Technik ihre Knie damit verbrauchen. Oh ja, das passiert.
Aber immer so diese Annahme, okay, wer eine Verletzung hat, der hat auf jeden Fall eine schlechte Technik. Und wer sie nicht hat, der muss eine gute haben. Das ist eine, die kann einen schon manchmal nerven. Und in dem Zusammenhang eine sehr ähnliche Einstellung und eine ähnliche Logik geht oft davon aus, wenn mir Leute nach einem Video nur schreiben, das ist alles Quatsch, ich mache das auch entweder nicht, wenn ich Tipps gegeben habe, was man machen sollte, beispielsweise welche 5 Dinge man nach dem Training machen sollte, während des Trainings, vor dem Training oder auch nicht machen sollte und vermeiden sollte. Dann gibt es immer wieder Spezies, die schreiben, ich mache das auch oder auch nicht, was auch immer, widersprechen dem Video und sehe trotzdem gut aus oder besser als du aus oder sowas. Also alles Quatsch. Auch das, wenn man es mal durchgeht. Ich gebe hier Tipps, die vor allem die breite Masse ansprechen. Nicht den spezifischen, der mit irgendeiner Sache zurechtkommt. Das heißt, die gleiche Person mit dieser Logik würde wahrscheinlich auch behaupten, Leute, alles Quatsch, um bei dem Beispiel zu bleiben, Rauchen ist gar nicht ungesund. Ich rauche jetzt schon seit 40 Jahren und ich habe auch nichts. Also alles Quatsch, vergesst das, was die euch erzählen. Diese ganzen Gesundheits-YouTuber. Natürlich, es gibt immer wieder die Leute, die auch nicht an Krebs leiden, wenn sie lange rauchen und davon sogar einige. Und es gibt immer wieder zwischendurch die Ausnahmen. Aber die breite Masse wird so angesprochen und jetzt kommt's, sogar von denen, die das behaupten und gut aussehen, wirklich schon einen tollen Körper haben, die wären vielleicht sogar auch besser gefahren mit diesen Tipps, wissen es aber nicht, weil sie haben gute Fortschritte, aber keine Orientierung. Hätten sie bessere gehabt, wenn sie die befolgt hätten? Weil das Tolle an diesen ganzen Tipps, die ich hier von mir gebe, es sind keine erfundenen. Ich wünschte, ich könnte sagen, hey, ich habe das alles erfunden, das kommt alles hierher. Das ist alles der Gotti-Trainingsplan, das Gotti-Training und ich werde vielleicht berühmt damit. Ist es nicht. Ich gebe eigentlich nur eine breite Lehre wieder. Eine, die schon seit 40, 50 Jahren existiert und wo es mich überrascht, dass ich sie jetzt wiedergeben kann und auf neues, offenes Gehör dafür stoße oder sogar Leute, die meinen, dass das alles eine absolute Revolution ist. Ich muss an dieser Stelle zugeben und so viel auch wieder zur Arroganz, tue ich gar nicht. Ich habe nichts neu erfunden, gar nichts. Ich rezitiere nur das, was schon so lange sich als richtig erwiesen hat und als gut erwiesen hat. Und ja, die breite Masse, und mit der breiten Masse meine ich nicht nur 50%, 60 oder 70, ich meine wirklich zwischen 80% und 90%, wenn nicht sogar noch mehr, reagieren genau auf die Tipps, die ich gebe, am besten. Die reagieren am besten auf einmal die Woche den Muskel trainieren. Die reagieren darauf besser mit Kraft als auch mit Hypertrophie, also Muskelwachstum. Sie reagieren besser darauf, wenn ihr Kohlenhydrate direkt nach dem Training nehmt und so weiter. Und ja, auch die meisten fahren besser damit, sowas wie Kniebeugen aus dem Bodybuilding rauszulassen. Aber natürlich kann sich jeder seine Tipps rausnehmen, wie er möchte. Und ich mache jetzt noch einmal Aufwärtsrudern. So, da sind wir auch am Ende angelangt. Und jetzt kann ich endlich mal Grow probieren. Wem das Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Möchtet ihr nochmal sowas oder ist das zu viel Laberei? Kann ich natürlich auch wieder gerne sein lassen. Sagt mir gerne nochmal, was ihr sehen wollt.
zum 10.000 Abonnenten-Special und vielen Dank dafür. Das ehrt mich sehr und das freut mich sehr, es macht richtig Spaß. Und dann gebe ich auch gerne eine ganze Menge Videos zurück. So, ich glaube, ein Löffel müsste das Richtige sein. Ich habe hier Lemon-Lime-Tea-Geschmack. Das ist wahrscheinlich so viel ist wie Eistee-Zitrone. Ja. Ansonsten abonniert den Kanal und schaut euch mal die anderen Videos an. Dann wisst ihr auch, worüber ich mich heute so ausgelassen habe, was die Kommentare angeht. Zum Beispiel, wer mal ein bisschen einsteigen möchte, wie man denn, apropos Shakes, am besten ins Training reingeht und vor dem Training schon Fehler vermeiden kann, schaut euch dieses Video hier an. Ganz wichtig, direkt reinseppen und guckt euch das Video an und geht dann weiter während des Trainings im Gym und danach. Ansonsten war es das von mir. Schreibt mir viel in die Kommentare. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. Und wir sehen uns. Bis bald. Macht's gut, euer Gotti. Oh, naja.